Zumindest kann ich jetzt behaupten, dass ich hier noch nicht gewesen bin, weil es kommt mir eher weniger vertraut vor und abgesehen davon hätte ich die Kürbisse unter Garantie mitgenommen, wenn die hier hinten schon mal so wild wachsen, weil die habe ich ja am Anfang doch ein bisschen gebraucht. Guck mal, da ist zum Beispiel Kohle. Jetzt, wie gesagt, Spitzhacke wäre geil. Da oben sind die Kürbisse. Kommen wir da irgendwie hin? Vielleicht von der anderen Seite. Wie gesagt, die Rosenbüsche, ich nehme sie mal mit, falls wir doch mal wieder roten Farbstoff brauchen sollten. Und die Kürbisse nehme ich natürlich auch mit. Können wir gebrauchen. Können wir uns immerhin ein bisschen was Fressbares draus machen. Kürbissuppe und so ein Zeug. Ups. So. Okay, dann gehen wir mal hier hinter dem Birkenwald gucken, was da noch so ist. Ich weiß ja ungefähr, wo ich hin muss. Wie gesagt, ein Tropenwald wäre geil. Aber ziemlich unwahrscheinlich, weil das Biom hier ziemlich identisch ist überall. Ich laufe jetzt mal an allem vorbei, was ich hier sehe. Außerdem ist es was ganz Seltenes. Ja, dann wäre natürlich noch so eine Sache. Wir haben mal irgendwann in einer Folge mal den Modus geändert und auf Kreativ gespielt und sind mal ein bisschen rumgeflogen. Da habe ich ja unter anderem auch diesen Unterwassertempel gesehen. Hallo? Ah, jetzt. Diesen Unterwassertempel gesehen und den würde ich natürlich auch gerne mal ausruhen wollen. Aber dafür brauchen wir tonnenweise Sand, um das Ding mehr oder weniger trocken zu legen. Ja. Genau so. Um das Ding mehr oder weniger trocken zu legen und dann mal ringsrum wie eine Art Gehege drumherum zu bauen. Eine Art Schutzwall. Und dann diesen kompletten Unterwassertempel abzutragen, weil da haben wir nämlich dann auch hier so diesen Ziegel da, diesen speziellen. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Der Unterwasserziegel halt, ne? Prismarin oder so, glaube ich, war das. Ja, wie gesagt, ich mache jetzt eine relativ weite Reise dafür, dass ich wenig mit habe. Aber wir sind ja A im friedlichen Modus. B haben wir relativ viele Inventarplätze frei, auch wenn das Spiel mich gerade noch ein bisschen verarscht hier, weil der nimmt nämlich die Blöcke nicht gleich so, wie er soll. Da muss ich immer hier 10 Mal durchlaufen, bis er die mal schnappt. Ja, gut. Und C, naja. Haben wir zumindest ein paar Utensilien mit und könnten uns notfalls schnell mal eine Werkbank bauen und eine Steinspitzhacke oder irgend sowas, wenn es wirklich mal hart auf hart kommt. Wenn wir hier einfach mal Diamanten auf der Erde liegen sehen würden. Was natürlich sehr unwahrscheinlich ist. So. Hier ist also ein See. Ein kleiner Tintenfischsee. Da hinten ist wieder ein bisschen Pilzbiom, da hinten sind wieder Schwarzeichen. Also das Biom ändert sich mal ganz kurz, wenn wir Schwarzeichen da hinten haben. Gut und schön. Wie gesagt, wenn wir, also das leckt hier rum, wenn wir hinter dem Schwarzeichenbiom beispielsweise dann ja, ein Wüstenbiom finden würden, nicht ein Wüstenbiom, sondern ein Dschungelbiom. Vorsicht mit der Lava hier, auch heikel. Ein Dschungelbiom, dann wäre das geil. Wie gesagt, Schwarzeichen haben wir, Akazien haben wir. Wir haben bis jetzt alles gefunden, außer Dschungel- und Tropenholzbäume. Die fehlen uns echt noch in unserer Sammlung. Also ich schlage mich jetzt mal hier durch den dichten Busch. Ich wechsle mal auf Second Hand. Und laufe mal hier so ein bisschen rum. Mal gucken. Vielleicht finden wir doch noch irgendwas Interessantes. Oder ein Spawner oder irgend sowas. Oder ein, keine Ahnung. Im Dschungel finden wir dann vielleicht sogar einen Dschungelpalast und das ist jetzt hier, das sind nur große Eichenbäume, das sah gerade fast so aus wie das, was ich gesucht habe. Leider negativ. Also das wird jetzt doch ein paar Folgen noch in Anspruch nehmen, womöglicherweise. Aber das ist es mir wert, weil ich habe mir vorgenommen, in dieser Session vielleicht noch Tropenholz zu finden. Ansonsten müssen wir uns mal was einfallen lassen. Weil das finden wir ja so nicht. Und Setzlinge kriegen wir auch nur, wenn wir einen Baum haben.
wenn wir denn mal einen finden würden. So, jetzt schlage ich mich hier über die Kronen hinweg. Lass mal ganz kurz laden. Das ist ein relativ großes Schwarzeichenbiom. Wie gesagt, die eine Schwarzeiche, die wir da neben unserer Schmiede stehen haben, die reicht mir, um ein paar Setzlinge rauszukriegen. Könnten wir notfalls einen Schwarzeichenwald in unserer Bude irgendwo pflanzen oder umherum. Und wenn wir einen einzigen Tropenbaum irgendwo finden würden, reicht mir das auch. Hauptsächlich kriege ich ein, zwei Setzlinge daraus und könnten mir notfalls einen eigenen Wald irgendwann peu à peu farmen. Aber dazu müssten wir hier erstmal wieder Land in Sicht bekommen. Und dieser dunkle Schwarzeichenwald, der raubt uns hier natürlich auch alles. Müssen wir uns hier ein bisschen durchschlagen. Jetzt habe ich mich hier, weil das Spiel schon wieder rumkackt hier. Hier, der nimmt nämlich die scheiß Blöcke nicht mit. Ich grabe den jetzt zum dritten Mal ab. Jetzt hat er ihn endlich mal. Habe ich mich ja gleich noch festgefressen. Ich laufe einfach mal stur in eine Richtung. Irgendwann finden wir schon wieder zurück. Egal wie. Ja, notfalls muss ich halt mal... Ich will es gar nicht in den Mund nehmen. Aber wenn ich überhaupt keinen Dschungel finde, muss ich halt mal cheaten und mir wenigstens einen Setzling aus dem Kreativmodus rausholen. Und dann wenigstens einen Baum pflanzen. Das wäre ja schon mal besser wie nix. Oh Gott, ist das ja tief und... So, lad mal. Boah, das ist ja... Mensch, der lädt nicht, das ist mir ja... Der muss gerade so viel laden hier, der kommt nicht mehr hinterher. Ich wollte eigentlich jetzt gar nicht, dachte, das ist hier irgendwie ein Durchgang, dass man auf der anderen Seite wieder rauskommt. Aber nö. Hätte ja klappen können. Ja, komm. Hallo, du Pissgesicht, Alter. Ich rupp den Block jetzt hier nicht noch 568 Mal weg, bis das Spiel hier mal hinterherkommt. Da muss ich mir dann gleich nochmal was einfallen lassen, nochmal neu starten oder so. Wenn der schon wieder so anfängt, habe ich keinen Bock mehr. So, hier ist ein Cut. Nicht. Sah so aus. Wollte bloß wieder nicht laden. Arsch. Weil hier ist nämlich gefühlt das Ende der Welt und dann lädt sich wieder was und dann nimmt der Wald immer noch kein Ende her. Schwarzeichen über Schwarzeichen. Ich will doch eigentlich Tropenbäume haben. Hier denkst du nämlich, geht's runter. Voll der Arsch der Welt hier und dann lädst du und dann... toll. Immer noch Wald. Scheiße, ey. Komm mir vor wie Bear Grylls hier. Immer stur durch die Landschaft und auf Rettung hoffen. Irgendwo da hinten. Nicht. Oh, wenn der mal schneller laden würde, jetzt wäre das echt geiler. Das macht nämlich so keinen Spaß, muss ich ehrlich sagen. Wenn der so lange braucht, um hier irgendwas zu laden. Vor allem dieser Schwarzeichenwald, der ist so groß. Eigentlich für möglich gehalten. Ich laufe mal in die andere Richtung. Gehen wir ein bisschen hier und dann wieder Richtung Dorf zurück. Aber der kommt nicht hinterher. Ihr seht ja, das ist gerade für einen Arsch hier. Oh, Mann. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Mitten im Walde. Irgendwo. Und ich weiß nicht mehr, wo ich hin muss. Oh, der kommt nicht mehr hinterher. Weil der gerade so viele neue Biome laden muss. Das ist zu viel des Guten. Das ist leider zu viel des Guten. Okay. Das ist auch gut, so eine kleine Unterführung, dass man auf der anderen Seite gleich wieder rausgehen kann. Aber wie gesagt, was würde ich jetzt dafür geben, hier irgendwo Tropenholz zu finden? Dschungelbiom. Boah. Mann. Das ist heftig hier. Das ist heftig. Komm, lade mal weiter. Ich will mal wissen, was hier ist. Da ist tatsächlich so ein fetter Schlot hier vor uns. Den können wir nicht überwinden. Boah. Übel. Da oben, das ist, glaube ich, auch nur Schwarzeiche. Also das, da müssen wir umhergehen. Da können wir nicht durch. Ohne Spitzhacke einfach so. Und am Ende weiß ich auch nicht, ob ich auf der anderen Seite wieder rauskomme. Das müssen wir irgendwie umschiffen hier. Aber jetzt würde ich gerne das Spiel erstmal neu starten, damit er sich mal wieder fängt hier. Folge ist eh gleich vorbei. Kann ich mal kurz Pause machen. Komme ich eh nicht weiter hier. Ja,